Hallihallo, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Heute gibt's ein Daily-Vlog. Und zwar muss ich jetzt gleich erstmal in die Schule. Das finde ich nicht so toll, aber zumindest schreiben wir keine Arbeit, das ist schon mal ganz okay. Und heute Nachmittag bin ich dann noch mit Leni verabredet und wir gehen gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt. Deswegen könnte das, glaube ich, ein ziemlich cooler Vlog werden. Und bevor wir loslegen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann starten wir jetzt in mein neues YouTube-Video rein. Ich sitze jetzt hier auf der tollen Treppe und ich ziehe mir meine noch tolleren Sneaker an. Und dann müssen wir gleich schon los. Wir sind auch wieder viel zu spät dran heute. Freunde der Sonne, wir haben gerade Geschichte. Wir stehen in der coolen Bibliothek, Lina ist auch da und wir machen jetzt mit Paula und Emilia Gruppenarbeit zu irgendeinem Thema. Das muss auch erst im Januar fertig sein, deswegen haben wir ein bisschen Zeit noch. Aber wir müssen damit jetzt auf alle Fälle mal anfangen. Und ja, toll. Nein, also ja, aber nein. Wir haben jetzt Deutsch, wir lesen unser cooles Buch weiter. Und die wir müssen, Physiker. Genau, wir müssen das jetzt so szenisch darstellen oder so. Dina, wir haben unser Buch vertauscht. Ich habe meins noch pink angemalt. Ich habe mich auch keine Hände, aber es ist pink. Okay, dann starten wir und dann. Man darf doch rauchen. Das ist nicht üblich. Ha, doch. Eine Tasse Tee. Lieber Schnaps. Freunde der Sonne, wir haben es jetzt 13.45 Uhr. Ich bin gerade nach Hause gekommen und ich bin tot. Also Schule heute war eigentlich gar nicht so schlimm. Wir hatten in den ersten beiden Stunden Mathe, da hatten wir 2 Stunden Geschichte und noch 2 Stunden Deutsch. Also es war eigentlich voll okay. Aber wir schreiben halt bald die Mathearbeit und das stresst mich sehr. Aber ich esse jetzt gleich erstmal was, dann räume ich kurz ein bisschen mein Zimmer auf. Dann lerne ich für die Schule und dann treffe ich mich später mit Leni und ich freue mich wirklich so sehr. Und genau, ich sehe auch richtig zerstört aus, also meine Haare. Ich muss mal gucken, wie ich das nachher regel. Aber wie gesagt, ich esse jetzt erstmal was. Jetzt kurz nach 4. Ich habe mich gerade auf alle Fälle nochmal frisch gemacht. Also ich habe mir ein neues Outfit angezogen und meine Haare nochmal ein bisschen mit Trockenshampoo behandelt, weil die sahen wirklich ranzig aus. Und davor habe ich Musik gelernt und jetzt freue ich mich sehr doll, dass ich mich gleich mit Leni treffe. Und genau, here we go. Wir sind jetzt bei Subway. Leni sitzt auf der anderen Seite. Und mal gucken, was wir danach noch so machen, weil es ist irgendwie auch erst 18 Uhr gleich. Und ja, Freunde der Sonne. Mittlerweile haben wir es einfach 22.30 Uhr und ich sehe so tot aus und genauso fühle ich mich auch. Aber ich gebe euch noch kurz ein Haul von den Sachen, die ich vorhin in der Stadt gekauft habe, als ich mit Leni dort war. Zum einen einfach dieses Reinigungsgel. Ich glaube, die Leute, die mich länger verfolgen, die kennen das auf alle Fälle auch schon. Aber meins war alle und deshalb habe ich mir neues gekauft. Dann habe ich mir noch neues Abschminkzeug für die Augen gekauft und noch ganz basic Wattepads. Und genau, das war es tatsächlich auch schon mit den Dingen, die ich heute gekauft habe. Ich muss euch auch ehrlich sagen, ich hätte gedacht, das Video heute wird länger, weil ich dachte, wir filmen eventuell ein bisschen mehr mit in der Schule, aber die Gelegenheiten gab es dazu heute irgendwie nicht. Und heute Nachmittag in der Stadt, als ich mit Leni draußen war, wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Eigentlich haben wir nichts anderes gemacht, deswegen gab es auch nichts großartig zum Vloggen. Und ja, ich fühle mich voll schlecht, weil das Video ist so unglaublich kurz heute. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hochladen will.
jetzt 23 Uhr, ich bin todmüde und ich werde jetzt auch gleich in mein Bett gehen. Ich schneide dann noch kurz das Video für euch zu Ende und lade das alles soweit hoch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Falls ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann lasst mir gerne diesen Emoji in den Kommentaren da. Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich den bei möglichst vielen von euch sehe. Und wirklich, es tut mir so leid, dass das Video so unglaublich kurz ist. Aber ich versuche wirklich, das besser zu machen, wenn wir die Arbeiten geschrieben haben. Dann habe ich nämlich auch wieder mehr Zeit und kann mich wieder mehr auf YouTube konzentrieren. Und genau, dann sehen wir uns, wenn alles klappt, morgen wieder. Ich habe euch ganz lieb und danke fürs Angucken.